Auf den Moster! Wer immer das sein mag. Servus. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den Expert-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Ja, und der Gastgeber denkt sich, jetzt ist der 34. Spieltag schon. Wahnsinn, eine Saison ist vorbei. Und was mich besonders freut, dass immer noch der Meister auszuspielen ist, genauso wie andere spannende Positionen in der Fußball-Bundesliga im oberen Drittel. Radek, servus, letzter Spieltag. Merci, servus. Jetzt dachte ich schon, du sagst, ich freust dich, dass immer noch der Meister neben dir sitzt. Aber dabei, der Meister auszuspielen ist, ja, das gab es lange nicht. Und die Bayern haben es letzte Woche gegen Leipzig locker angehen lassen, auch weil, wer will schon Leipzig Meister werden, haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Und dann lieber daheim gegen Frankfurt. Da müssen sie jetzt einen Punkt normal holen, dann ist das eingetütet. Und die Dortmunder müssen auf Teufel komm raus gewinnen gegen Gladbach. Letzte Woche hatten wir 2 von 5 richtig, macht einen durchaus guten Gewinn von minus 1,09, also knappen Verlust insgesamt. Seitdem wir nur noch unsere Tipps und Ideen hier veröffentlichen, statt dass wir uns was rauspicken, läuft es ganz gut in der Bundesliga und deswegen wollen wir diese Saison auch nochmal erfolgreich beenden bei diesen Spielen, die auf dem Plan stehen. Ja, was steht denn als erstes auf dem Plan? Bremen gegen Leipzig. Was denkst du? Schwierig, da haben wir wirklich lange diskutiert und viele Möglichkeiten durchgespielt. Du bist allgemein davon überzeugt, dass am letzten Spieltag immer mehr Tore fallen. Dem will ich auch eigentlich gar nicht entgegenstehen, aber mir sind die Quoten halt irgendwie ein bisschen zu schwach. Vor allem bei dem Spiel kann es ja wirklich in viele Richtungen gehen. Werden die Leipziger so auftreten wie in Mainz beim 3:3 oder daheim beim 0:0 gegen Bayern, wo sie einfach hinten die Schotten dicht gemacht haben? Die Bremer haben auch noch eine kleine, aber feine Chance aufs internationale Geschäft mit 50 Punkten. Wolfsburg auf Platz 7 hat 52 und da ist nicht gesagt, dass die ihr Spiel gewinnen können und so weiter und so fort. Haben sie ja letzte Woche auch nicht gemacht. Deswegen kann viel sein. Bremen könnte gewinnen. Leipzig hat immer die Chance zu gewinnen. Es kann auch 0:0 ausgehen. Also schwer. Also das kann in alle Richtungen gehen. Deswegen fangen wir gleich mal mit einem No-Bet an und machen mit einer No-Bet weiter. Ja, und hier sind die 2 schlechtesten Teams der letzten 10 Spieltage gegeneinander. Tatsächlich ist Freiburg sogar noch hinter Nürnberg. Nur 2 Spiele aus den letzten 20 Partien konnten diese beiden Teams gewinnen. Nürnberg noch nicht mal mit einem Auswärtssieg. Jetzt ist nur die Frage, reicht es für Freiburg die Saison mit einem Dreier zu beenden oder bedeutet es, dass die Freiburger Formkrise auch nochmal anhält gegen den Club und der Club sich zumindest mit einem Auswärtssieg aus der Liga verabschiedet? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir die Quoten nicht attraktiv finden und deshalb uns auf keine Wette geeinigt haben. Ja, ebenso wenig bei Mainz gegen Hoffenheim. Das ist ja heute echt eine müde Veranstaltung am letzten Spieltag, aber wird noch anders. Also, letztes Spiel von Nagelsmann für Hoffenheim als Trainer. Und ist die Saison schon gelaufen für Hoffenheim, nachdem sie zwischenzeitlich so stark waren und eigentlich die Champions League zum Greifen nahe hatten, hatten sie nur jetzt 1 Punkt aus den letzten 3 Spielen, sind jetzt 8er mit 51 Punkten. Mit einem Sieg ist nicht gesagt, aus eigener Kraft können sie nicht mehr ins internationale Geschäft. Sie müssen auf Patzer von Wolfsburg, Frankfurt und oder Leverkusen oder sogar Gladbach hoffen, ja. Wobei sie Leverkusen und Gladbach nicht mehr einholen können. Aber ja, und spielen die Mainzer da mit, die ja auch zuletzt stark waren, aber eben auch keine Ambitionen haben und von daher meiner Meinung nach schon ein bisschen überperformt haben und jetzt wieder von Hoffenheim auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Aber dafür ist die Quote auf Hoffenheim zu madig, also hier auch uninteressant zum Wetten. Die erste Wette des Samstags ist klassische Strategie, never change a winning team. Und unser winning team waren in den letzten 3 Spieltagen tatsächlich die Hannoveraner. Da haben wir 3-mal in Folge richtig gelegen. Und obwohl Düsseldorf wirklich stark auch in den letzten Wochen gewesen ist, unter anderem auch letzte Wochenende gegen Bremen, gegen Dortmund, eigentlich gut mitgehalten und auch fast gepunktet, glauben wir, dass Hannover sich mindestens mit einem Unentschieden oder gar Sieg in Düsseldorf verabschieden wird. Die Quote mit 2,37 ist ganz cool und der Dolly wird schon dafür sorgen, dass Hannover punktet. Ja.
Und bei Hertha Leverkusen, Hertha letzte Woche 7 Tore beim Augsburg-Spiel insgesamt, hat eine 7er-Quote, Leverkusen 1,45, weil Leverkusen als 5. Punkt gleich mit dem 4. Gladbach ist und mit auch dem besseren Torverhältnis noch an Gladbach vorbeiziehen könnte. Also müssten sie hier gewinnen, um hier ihre Champions League-Ambitionen zu untermauern. Tun sie höchstwahrscheinlich auch. Ich bin der Meinung, die Leverkusener gewinnen hier mit 4-1 oder so, mit mehr als 2 Toren Vorsprung. Aber die über 3,5er Wette erschien uns daher in Kombination am sinnvollsten mit einer Quote von 1,8. Leverkusen klatscht die Hertha beim letzten Spiel von Dardai weg und geht vielleicht in die Champions League, wenn Gladbach hier noch gegen Dortmund vielleicht nicht gewinnen kann. Ja, das ist die ganz, ganz große Frage. Was passiert bei diesem Spiel? Gladbach muss eigentlich auf Sieg spielen, um die Champions League zu schaffen. Mit einem Unentschieden bzw. Niederlage sind sie relativ sicher nur in der Euroleague. Die haben sie zumindest sicher. Und der BVB hat noch kleine Chancen, Meister zu werden. Ich glaube, die Quote ist ungefähr bei 13. Dementsprechend ist auch die prozentuale Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt nicht, wie viel Prozent das sind, dass sie noch Meister werden. Auf jeden Fall ist hier die große Frage, gehen beide offensiv ran oder werden sich erstmal abtasten? BVB war in den letzten Wochen gerade, wenn es so ein bisschen auf Messerschneide gewesen ist, sehr vorsichtig. Wir spekulieren darauf, dass sie auch am Anfang hier vorsichtig ans Werke gehen. Gladbach sowieso. Halbzeit unentschieden. 0-0, 1-1. Unser Tipp für eine Quote von 2,62. Absolut. Schalke gegen Stuttgart. Hier hat es mir den Schalter rausgehauen, als ich die Schalker-Quote gesehen habe. 1,55 oder 1,56, je nach Wettanbieter, für einen Schalker-Sieg. Und dann frage ich mich, warum? Die Schalker. Also als hätten die jemals irgendwie zuletzt überzeugen können, dass sie gegen irgendeine Mannschaft ein so krasser Favorit sein könnten. Und Stuttgart unter Nico Willig mit 2 Siegen aus den letzten 3 Spielen. Also seitdem der Trainer ist, haben die Stuttgarter 2-mal gewonnen. Ich sage jetzt nicht, dass die Power-Favorit auf Schalke sind. Ich sage nur, dass sie nicht so krasse Außenseiter sind. Deswegen Asian Handicap plus 1 auf Stuttgart ist die Wette mit Cashback, wenn Schalke mit einem Tor Vorsprung gewinnen sollte. Und ansonsten, Also würde ich den Stuttgartern doch da auch eine Überraschung wieder mal zutrauen. Mir gefällt die Wette auch wirklich ganz gut, weil Schalke unter Stevens nicht wirklich mega offensiv agiert und Stuttgart möchte bestimmt jetzt nicht mit einer 3-0-Niederlage in die Relegation gehen, sondern den Aufwärtstrend mitnehmen, damit sie dann mit einem guten Gefühl in die Relegation gehen. Mhm. Welches Gefühl habt ihr denn da draußen? Das hier ist hier ein ganz, ganz spannendes Spiel, Bayern gegen Frankfurt. Wir haben hier mal 2 Handicaps hingeschrieben, denn wir sind genau der entgegengesetzten Meinung. Asian Handicap auf Bayern minus 2 gibt eine 1,9er-Quote und Asian Handicap plus 2 gibt eine 1,85-Quote auf Frankfurt. Meine These ist ja, dass Frankfurt in München was reißen kann, denn sie haben in Mailand gewonnen, sie haben stark in Chelsea gespielt, in der Bundesliga ein bisschen innerhalb dieser Europa-Liga Abende verkackt, das muss man ganz klar sagen. Die Euro, aber was? Ich denke, dass Frankfurt schon was reißen kann und so souverän ist jetzt nicht, was der Kovac stark gemacht hat, auch wenn die Punkte alle dann so eingetroppt sind, wie sie hatten sein sollen gegen Dortmund, auch gegen Leipzig eigentlich, wegen ein paar Zentimeter nicht gewonnen, so einer chinesischen Schwanzlänge quasi. Aber du sagst, Bayern gewinnt das deutlich, oder? Na, das nicht, aber für mich waren beide Handicaps unattraktiv, weil ich von knappen Bayern-Sieg ausgehen würde und der ist einfach nicht attraktiv zu wetten. Ich könnte mir dann aber durchaus vorstellen, dass die Frankfurter platt sind und einfach nicht mehr dem Druck standhalten können und die Bayern dann, wenn sie mal entfesselt sind, dann können die natürlich immer viele Tore schießen. Allgemein gab es keine gute Quote auf viele Tore bei dem Spiel, weil jeder damit rechnet. Das ärgert mich, dass wir letzte Woche beim Spiel Bayern-Leipzig wirklich 2 sehr gute Mannschaften und 2 defensiv starke Mannschaften, also Bayern, da kann man ja drüber streiten, aber de facto 31 Gegentore, zweitbester Wert, Leipzig 27 Gegentore, bester Wert, dass wir da nicht die Untermöglichkeit in Erwägung gezogen haben.
dass das kein Torfeuerwerk wird, weil die Bayern ja nicht zu viel riskieren wollen. Und ähnlich sehe ich es aber auch hier fast, weil die Bayern nicht ins offene Messer laufen wollen müssen, weil die ja auch ohne Sieg vielleicht schon Meister sind. Die Frankfurter müssen in der Tat vielleicht sogar kommen, vielleicht müssen sie auch mit 54 Punkten gar nicht mehr viel machen. Das könnte viel Taktik sein, was auf anderen Plätzen passiert. Ja, aber vielleicht wird es auch dann wirklich einfach ein schöner Fußballnachmittag, der von der Spannung lebt. Egal wie es ausgeht, ob viele Tore fallen, ob wenig Tore fallen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall... Ja, es ist doch schön, dass einfach alle Spiele an einem Tag sind und wir die Konferenz mal wieder anschauen können. Aber ein Spiel hätten wir fast noch vergessen. Die Wolfsburger gegen Augsburg. Ja, die Wölfe. Die eigentlich hätten sie das gemacht, was wir letzte Woche empfohlen haben, nämlich einen Sieg in Stuttgart, auch jetzt noch um die Champions League hätten spielen sollen, müssen jetzt aufpassen. Die müssen dieses Spiel gewinnen, damit sie sicher in der Euroleague sind. Ansonsten müssen sie spekulieren, dass Hoffenheim oder Bremen beide verlieren. Das, glaube ich, wollen die nicht. Deshalb werden die auch mit der richtigen Einstellung da reingehen und gewinnen. Hier steht noch eine Quote von 1,55. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist es sogar auf 1,4 runtergegangen. Dementsprechend ist es nicht interessant, auf Sieg der Wölfe zu tippen für uns. Handicap waren auch nicht interessant. Dafür ist Augsburg auch ein bisschen unberechenbar und zu gut, seitdem Baum gefällt worden ist. Und deshalb auch no bet in diesem Spiel. Jo, und das sind auf einen Blick nochmal unsere 5 Tipps oder 4, ne, 4 Tipps an diesem Spieltag. Nämlich die Nicht-Niederlage der Hannoveraner in Düsseldorf. Ja, die Over 3,5 Tore-Wette bei den Herthaner gegen Leverkusen. Das Halbzeit-X bei den Borussen. Und die Stuttgarter verlieren am besten gar nicht oder höchstens mit einem Tor bei Schalke. Ja, dann auf einen schönen letzten Spieltag. Spannend, drückt eurem Team die Daumen. Also vor allem Champions League, Euro League, da kann noch viel passieren. Und vielleicht wird er sogar der Meister zum 7. Mal in Folge Bayern München heißen. Drücken wir den Bayern die Daumen. Sie haben es sich so verdient. Bitte nicht. Und bis zum nächsten Jahr oder bis zum nächsten Video. Bitte einen Daumen. Hier, bitte, Daumen. Bitte. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBIT.